Ich mag den Klingelton irgendwie. Who, may I ask, has the pleasure of speaking with me? Well, howdy, if it ain't my intrepid inventors what I invested in. What's the angel investor? Well, shucks now, ain't nobody ever called me that before. I just wanted to check on my investment and... What are your terms? There's gotta be a catch. Fran, don't let the money horse in its cash mouth. Oh, go easy on her, handsome. She's just looking out for y'all. Here are my terms. You make your device, and I get half the profits. Sound fair? Half? We accept. We accept. Thanks, bye. No! What gives? This isn't about the money. This is about changing the world. Considering we were about to be ripped limb from limb, I'd say 50% is awfully generous. Sure, sure. Maybe the worst negotiation I've ever heard, but whatever. Yeah, that's true. I'm riding high. We got our seed money, we got a plan, nothing's gonna stand in our way. Louis! We've discussed this. I am back. Clearly. Hi. Just pulled out a miracle, and we did it with style. That's gotta be worth some skateboards. You are not wrong, Francine. And judging by your expressions and the overall, quote, vibe, unquote, I measure your team morale score in skateboards as... Meh? Hello? You have indeed secured funding, but there is room for improvement. Ich dachte, wir sind gerade mega am Bonden und... What's wrong, pal? I thought you liked giving us skateboards. Yeah. I do. But am I fit to give them? I had ample time to assess my programming while standing outside Metal Breakdown. And arrived at a conclusion. I am a failure. I am worthless. Okay, this just took a turn. Seeing each of you grow as individuals and as a team fills me with such absolute misery. Seems self-obsessed. Kann er mir bitte irgendwie aufmuntern? That is exactly it, Francine. I cannot do me. Hey, with a little practice and some mood lighting. Fran, despite being borderline psychotic, you are the closest thing to a functioning adult in close proximity. Hello. I hate killing, but I cannot contravene my programming. Oh. What does that say about me? We all have our own programming. The trick is to make sure you don't let it control you. You have considered letting it control you 5 times in the last 24 hours. Shut up. 6. But I cannot contravene my programming. Does that mean I am weak? I don't know, life's weird. Weird is insufficient. I require objective clarity. Am I evil, Francine? Nein! Nein! Your hesitation alarms me. Perhaps it should not. Du bist nicht so übel. If the answer is unclear, I shall maintain my current degree of hope. Er kann ja nichts dafür. Es ist nur seine Programmierung. Sometimes people gotta die, so you don't. Sometimes it feels good. Doesn't make you a bad person. It never feels good for me. It feels good for you. Okay, judgy. I feel I now have more questions than when we began this conversation. Yeah, life's like that. Nonetheless, having expressed my anxieties, I now register a significant, if inexplicable, closeness to you. Yay. A growing affection, one might say. Yeah, I have that effect on people, or robots, whoever. If I could provide a rating of our friendship on a scale of 1 to 7 volleyballs, it... Don't ruin this. Warum volleyballs? Yeah, the show ended over an hour ago. Could you all please, you know, leave now? Oh, God, yes. So sorry. Thank you for having us. It was nice meeting you. Let's grab coffee sometime. Yeah, no. So... I had a thought. Did it hurt? We just want a bunch of money, right? So, ich liebe die Dynamik zwischen Fred und Octavio. Maybe we need better digs than a literal pile of rubble. We just want sink or swim. We're players now. We should. Wir könnten alles wieder aufbauen, oder? Busted. We can salvage this. We use the investors' money and rebuild right here. Rebuilding would take time, Fran. Promethea needs this technology now. Who pissed in your shark tank?
Fran, we gotta face the facts. Look around you. This place has been bombed twice. There's nothing left. Incorrect. Ich kann sie verstehen. Structurally, there is 30% of Franz Frogert's left. Utilizing reclaimed rebar and approximately a metric ton of... Why are you making that throat-cutting motion? Franz Frogert's isn't dead, Fran. It'll live forever in our hearts. Sure, it can live on in your hearts, but legally and financially, Franz Frogert's is unequivocally dead. I hope this clarity was helpful. Ich glaube, ihre Beziehung ist wieder ein bisschen mehr kaputt. We got a different dream now. All of us together. And that dream starts with a location. Location is everything in business. Companies live and die by their real estate. Octavio's not wrong. Look at why Atlas moved their locale to space. Exactly. Yeah, it's a vital decision that will determine our level of success or failure. It's a mission of such importance that I can only entrust it to myself. Well, if you're in charge of finding the new HQ, what am I gonna do? Oh, I have the perfect job for you. What does every startup company... Frogert Maschine! Frogert Machines in the break room. Ja, bitte. Das war toll. No. Doch! Sure. Ja. Maybe. Klar. But also, staff. You, me, Anu and Louis, we're the think tank. We need staff to, you know, execute our visions. And you, Fran, clearly have an eye for talent. I mean, you hired me, after all. I suppose I could head down to Lore's and interview a few candidates at his cafe. I do have an eye for talent. Exactly. Great, it's settled. I'll go get an HQ. Fran and Louis will go hire us some staff, and Anu, you'll get production supplies. Acquire testing material. Right. Okay. Same thing. Okay. Like, think. Look at us working together separately to get this business off the ground. Yeah. Indeed. This deserves a skateboard. Yeah, oh, skateboard. Just think. When we meet back up, this business will be operational. Dirty 30, here we come. Just call us when you found a new location. Dirty 30. Make sure it has cold storage for my supplies. See you soon, friend. Well, I guess this is it then. Look at Louis. It's Fran and L0U13. You didn't go with Octavio. An astute observation. Awesome. Love that for me. Can you give me a minute to say goodbye to the old place? I can. 60 seconds, starting now. Meridian Leichenhalle. Was tun wir in einer Leichenhalle? Was tut Anu in einer Leichenhalle? You need a corpse to study the shard with. It's all about board. This isn't creepy. I see. Will sie sich jetzt einfach so eine Leiche mitnehmen? Und sind das ihre Testsubjekte, die sie braucht? Hat sie da Gehirn hinten? Hi! Oh, hallo! Sorry, you caught me remembering a joke! Oh! That's great! I was like, oh no, is she a creep? Mayhaps you'd like to hear it. How many dead orphans does it take? I'm good. I'm Dr. Anuradhadar. And I am Keeper of the Dead. Ist ein Familienname, Hüterin der Toten. Sie hat ein Lebkuchenmännchen um den Hals. Short, as we are now. Friends. Schön. Oh. Anu zieht komische Freunde an. Sure. Wenn ich ein Trackerface stecke. My company was hoping to contract an asset from you. An asset? My children shall be so delighted. Oh. Hmm. You know what? Maybe this was a bad... Nonsense! We can do business.
I have many products to sell. Ich vertraue nicht. Pristine. Now, what was the name of your company again? Eine Panikattacke haben? Better World Enterprises. Enterprises. Until you answer. Ah, schön. Better World Enterprises. Ooh, quaint. That's what we all want, yes? Yes. A better world for our lovely children. Warum ist der Kopf aufgetrennt? Look, I need to buy a corpse, and you seem like the most reputable. Buy a corpse? What are you, a pervert? No, I. What? You said you could sell me pristine products. I make candles. Oh. You don't sell corpses? Of course not. That's crazy. Wer verkauft doch Leichen? Oh, stroking a dead body and calling it your child isn't. What? I was referring to my daughters. This wretched job is putting them through college on Eden 6. Oops. Oh my goodness. I misunderstood. Clearly. Now, please, vacate the premises. No, wait. I still need a corpse. It's important for my studies. And you expected I'd just sell you one? Mm-hmm. I don't know who you are to come in here and expect me to roll out different flavors of corpse like some sort of fast casual eatery. But that's not what I am about. With these corpses. Save lives. Well, if that's the case. Ist doch überzeugend. Why don't you approach a university or a Weil die keine Leiche haben. I did. They turned us down. No. Because? Our company is exclusively comprised of wanted criminals. Das macht sich besser. But look, I changed my mind. Ooh. I'll sell you a body. What? Really? Yeah, you seem nice enough, and I mean, it's not like they're gonna mind, right? Dude, just bitte gehen. Give me a moment, will you? And feel free to look around. Oh Gott. Sie ruft jetzt sicher irgendwen an, der uns abführen will. Ich glaube, sie will Geld haben. So eine richtige Frau, die Geld haben will. Oh, upsie. Watch your head. Setz die Leiche wieder zusammen. Okay. Klar. Warum nicht? Hier. Hier. Halten. Sorry. Wenn wir jetzt den Heilstrahl drauf anwenden, würde er wieder zum Leben erwachen? Oder nicht? Das fände ich nice to know. Widerlich. Ehemalige Person, widerlich. Toter Mensch. Okay. Glücklich gestorben. Schön. Doch ein Disco-Besuch ist er gestorben. Oh. Der Arme. If I could replace the spinal column, I bet I could reattach the head to the rest of the body and oh my god, what am I doing with my life? What? Why are you here? What? I had to downsize. The rent was too high in my fridge space. But my income level, or lack thereof, if I'm honest, is irrelevant. I challenge you to a duel. Seriously? Wie das jetzt zu einem Running Gag. Egal, es ist Zeit. Now. Oh Gott. Okay, ich mag ihn. One quick game. Ja. Select your Roland. Er fightet mit Roland. Chance, Schaden abzublocken. Okay. Basket. Nee, nicht Vesquez. Okay, soll ich wieder mit ihr... Ich will halt nicht immer mit selben kämpfen eigentlich. Aber er hat halt eine ziemlich hohe Verteidigung. Erhöhte Zeit zum Ausweichen von Angriffen brauche ich nicht wirklich.
Folgetreffer verursachen erhöhten Schaden. Das wäre ja ganz nice. Allerdings hat er eine ziemlich niedrige Verteidigung. Bonusschaden bei betäubten Gegnern. Ich glaube, ich möchte mal mit Fleck kämpfen. Weil ich glaube, sie ist ein bisschen OP irgendwie. Ich weiß nicht. Also, Fleck. Außerdem habe ich mit Fleck immer mega gern gespielt in Borderlands 3. Okay, Angriff! Bam! Er macht auf jeden Fall weniger Schaden als die Sirene. Finde ich schon mal doof, aber okay. Komm schon, ich will angreifen. Du wirst mich nicht erwischen! Guck mal, er ist jetzt auch betäubt. Toasty. Down, down, bam, 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 bam. Okay. Du wirst mich nicht erwischen. Angriff! Diese ganzen Kämpfe sind wirklich nicht so schwierig. So. Und. Tot. Ah. Das ist so cool. I have been bested. Again. It's just a matter of strategy. I'd be happy to offer tips to improve your game. Your victory is insult enough. As usual, I'm relegated to abject humiliation. I don't deserve to drink from the plum spice fountain of victory. The plum spice what? I don't even deserve to dwell with the living. Close du me arme. In. Du arme. Wie kommst du da eigentlich rein? Thank you. Metallstange. Good engineer works with the tools she has. Für die Leiche? Die Wirbelsäule? Okay. Setzen wir die Leiche mal zusammen. Don't think about it. Don't think about it. Don't think about it. Oh, vielleicht spießt du den Kopf jetzt so auf und schiebt das genau in den Body und der Kopf geht drauf. Ja. Warum machst du es dann? Warum machst du es? Hat dir eigentlich niemand angeschafft. Great. Now for the head. Okay. Now, just ram the head onto the pike so we can turn this whole experience into another fun repressed memory. Müsst ihr die Stange nicht noch ein bisschen weiter rein? I guess not. Sorry. Yes. Yo, sieht gut aus. Sieht gut aus. What's good is new? Hey! It's you. What? What did you say? Aber warum hast du das getan? Good is new. What's good is new? Man, I know, right? Okay. I found a corpse for you if you want to see it. See it as in go to another room. For sure. Yes, let's leave this room immediately. Follow me, please. I knew I had a spare corpse around here somewhere. Ich hoffe, sie will es nicht. Oh Gott, sie will uns einsperren, oder? It's getting kind of rancid, though. Is that okay? That's perfect, actually. The more decay, the better. Ich traue nicht. Anu, warum tust du das? Hey, what are you doing? There's a contract out on your head. Sie hat doch gesehen, dass da nichts drin ist. It's enough money to pay off the girl's student debt and invest in my candle company full time. Water creep, says the woman thirsting for rancid corpses. Besides, I'm not the one killing you here. I'm just the one locking you in a coffin until you run out of oxygen. The coffin's the real creep here. Ah, be mad at klar, sehe ich auch so. Ja. Shit. Okay. Ja. Don't panic. You're not claustrophobic. Except now that you said it aloud, you are. Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! No. Think. Wait. The goggles. Die Brille? Wie hilft dir die Brille? Come on, show me something. Hm? What's that? A hole, measuring 0.5 millimeters in diameter. If widened, this could provide a means to avoid capture and death
by the TDOR Corporation. Nice. You don't talk. When did you start talking? ShadowNet update illegally installed by Octavio Wallace Dar. Now punch. Aw. Danke, Octavio. Yes! How? No. How many more punches until I break through? Based on the strength of your punches, the coffin door will be compromised after 5,000 more punches. Ah, eh nur. Du musst halt einfach ein bisschen härter zuschlagen, dann geht das schon. Slow and steady, Anu. No need to rush, because TDOR will be here at any moment to capture and kill you. Yep. One punch at a time. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, also. You've reached Dr. Anuradha Dar. I'm unavailable to take your call right now, so please leave a message. Your little bro has outdone himself with the HQ mission, sis. Sending you the addy now. Hope you're having fun on your supply run. I'll go! Oh nein. Oh nein, schickt die Adresse ihr und dann... I saw your bounty on TV and I'm calling to collect. Sehen, dass die TDOR-Truppe... Yeah, awkward nerdy lady, Dar. That's right. And she's dead. Not yet. But her oxygen's sure to run out any minute now. Lovely. We've tracked your location. My men will arrive to dispose of you. I mean, dispense your reward to you shortly. Wait, what did you say? TDOR thanks you for your service. Okay, Ende der dritten Episode. Skateboardpunkte 53. Ist es mehr als vorher? Ich glaube schon. Gehirn und Mucki, das Feld ist zwischen Anu und Fran ist gestiegen, genauso wie von Anu und Octavio. Cool. Und Fran und Octavio, ja, steigt, glaube ich, auch langsam. Es wird schon. Die Entscheidungen, die hatte ich mir gar nicht angeguckt bei Episode 2. Schade. Jetzt muss ich gucken, ob ich das irgendwie nochmal nachgucken kann. Du und 28% der Spieler habt Octavio angeschossen. Ich habe aber nicht geklickt. Doch, Quatsch. Klar, das war, ja. Ich habe ihn angeschossen, das stimmt, weil, ja, ich weiß schon. Du und 26% der Spieler habt Finn erzählt, dass ihr Sirene sein wollt. Du und 42% der Spieler habt die Firma Better World Enterprises genannt. Ist das eine wichtige Entscheidung gewesen? What? Okay. Du und 52% der Spieler habt nicht die magische Oboe gespielt, um den Biber zu beruhigen. Welchen Biber? Da war ein Biber? Okay. Octavio, du und 24% der Spieler habt die Wache wegen ihres Aussehens verspottet. Haben wir das? Du und 53% der Spieler habt das Geld für den Auftrag angenommen. Okay. Du und 15% der Spieler habt Anu geraten, während ihrer Präsentation mit Gegenfang abzulenken. Nur 15%? Oh. Du und 62% der Spieler habt geleugnet, Pierre sabotiert zu haben. Okay. Du und... Ich meine, ich habe sie nicht geleugnet, ich habe nur gesagt, lass uns weiter Fernsehen gucken. Ich habe nichts getan. Du und 55% der Spieler habt Anu gesagt, dass ihre Präsentation super war. Klar, es war auch super. Du und 38% der Spieler wolltet in dieser Episode einmal Tacos. Sehr gut. Fran, du und 26% der Spieler haltet Finn für einen echten Blender. Blender. Ach so, so ein Showtyp? Du und 89% der Spieler seid grazil in das Haifischbecken eingetaucht. Mit richtigen Clicktime-Event und so? Okay. Du und 52% der Spieler wurdet nicht in einem Becken voller wilder Haie erlegt. Das wäre eine Option gewesen. Man hätte sterben können. What? Du und 81% der Spieler habt Octavio nicht geschlagen. Schön. Schön. Okay, dann war's das wohl mit Episode 3. Cool. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei to go. Ich bin gerade bei der Charakteranpassung im Hauptmenü und
Es gibt so viele neue coole Skins, die hatte ich gar nicht gesehen. Und ich bin überlegen, entweder das hier, einfach weil ich finde, es sieht mega nice aus. Obwohl, es passt halt überhaupt nicht zu Anu, aber es sieht so cool aus. Das hier ist auch... Das hier ist... Das würde noch... Das sieht noch halbwegs normal aus. Ich glaube, ich kaufe erstmal das hier. Einfach, ich hab so viel Geld. Das ist so hier. Kaufen und ausrüsten. Warum nicht? Dann mal gucken bei Octavio. So sieht er sogar cool aus. Stinkanzug. Okay. Ja. Soll ich das hier vielleicht? Ich weiß nicht. Ich meine, es sieht auch nicht nach Octavio aus, muss ich sagen. Ich kann ihn aber so nicht ernst nehmen. Ich kann ihn so noch weniger ernst nehmen, als ich jetzt schon kann. Deswegen lassen wir das mal. Fran. Rumrosine. Alkoholgehalt 2,5. Okay. Retro-Schlingel. Sie hat nicht so viel cooles Stuff. Bei ihr würde ich tatsächlich das kaufen. Einfach weil es so crazy aussieht. Passt. Haben wir uns da unsere Leute hier ein bisschen aufgemotzt. Man kann die Düsen... What? Man kann die Düsen... aufrüsten. Warum? Ich weiß nicht. Ist es einfach nur Optik, oder? Wahrscheinlich. Okay. Es ist eigentlich der Einzige, der keine coolen Skin hat. Das kann ich so fast eigentlich nicht akzeptieren. Das hier würde ja gehen... 1500. Ich finde das schon mega hässlich. Ich glaube, ich werde das hier kaufen. Das ist noch okay. So. Jetzt sind alle ein bisschen schöner ausgerüstet.